Denk ans Winken. Zwick, ah ja, genau. Genau, Winken. Okay. Herzlich willkommen zurück zu unserem Format Die K-Kurve. Für alle, die zum ersten Mal dabei sind, ich habe hier auf diesem Zettel einen Begriff stehen und Matthias wird uns gleich zu diesem ganz normalen Alltagsbegriff erzählen, was der mit dem Thema katholisch sein bzw. katholische Kirche zu tun hat. Und du hast dafür aber nur 2 Minuten Zeit, also fass dich kurz. Denn nein, das ist meine Spezialität, mich kurz zu fassen. Wirklich? Absolut. Ja. Total. Okay. Okay, dann das ist sehr gut, denn nach 2 Minuten läute ich hier die Glocke und dann ist Schluss. So, dann Matthias, dreh doch mal deinen Griff um. Reinigungsmittel. Ha! Da fällt mir gleich was ein. Wunderbar. Timer läuft. Mir fällt dazu das Purgatorium ein. Oh! Ja, das ist zwar. Ist ein ähnlicher Begriff, denn das ist ja quasi das, wo man sich quasi katholischem Glauben gemäß die Seelen zur Erläuterung aufhalten, bevor sie in den Himmel gelangen. Meine Güte, jetzt fällt der deutsche Begriff dafür nicht ein. Fegefeuer, danke. Meine Güte. Purgatorium heißt ja übersetzt aus dem Lateinischen, Latein ist ein großes Hobby von mir, so viel wie Reinigungskammer. Ja, und hier ist natürlich gleich schon mal der Bezug da zum Thema Reinigungsmittel, Putzmittel, wie auch immer. Ja, das finde ich ist ein sehr gutes Stichwort. Ist natürlich auch ein bisschen ein unangenehmes Thema, ein ähnlich unangenehmes Thema ist es. Ich weiß nicht, ob du schon mal das gemacht hast, musstest du schon mal die Kirche putzen? Ja, tatsächlich. Also ich war ja großer mit Leidenschaft Ministrant und wir haben immer an den großen Festen immer mitgeholfen, die Kirche sauber zu machen und auch zu putzen tatsächlich. Ja. Da haben wir immer schön mit Stolz mitgeholfen. Ja, hattet ihr dann auch so diese richtig krassen, diese Staubsauger mit diesem Teleskop? Ja, natürlich hatten wir die. Musste ja alles, die ganzen heiligen Figuren, alles musste ja blitzblank sein natürlich. Ne? Das gehört ja da zur Ausstattung dazu auf jeden Fall. Okay, alles klar. Mhm. Matthias, Stichwort. Reinigung von Sünden. Beichte, natürlich, Beichte. Wichtiges Sakrament in der Kirche. Wenn man bereut, kriegt man die Durchsprechung vom Priester. Man muss dann dafür was tun, also meistens was beten. Und natürlich auch einen Vorsatz machen, dass man das, was man getan hat, nicht mehr tut. Ja, also ich persönlich finde das halt wirklich immer so eine wirklich erleichternde Funktion. Auf jeden Fall. Gehst du so gerne zur Beichte? Das kommt auf Setting an. Also Beichtstühle mag ich nicht so gern. Ich finde dann Beichtgespräche in schönen hellen Beichtzimmern angenehmer, tatsächlich. Gut, und dann sind wir auch schon über die Zeit hinaus. Ja. Ja, also Matthias, dann frage ich dich doch zum Abschluss besser mal nicht, wie lange die letzte Beichte her ist. Es ist privat. Ja. Gut. Uns fällt hier gerade kein wirklich guter Abschluss ein. Wir wissen jetzt aber auf jeden Fall was zur geistigen und zur Kirchenreinigung. Du kannst ja fragen, wie ist es bei euch? Was bedeutet euch die Beichte? Aber es ist eigentlich gar nicht so schlimm. Mhm. Ja, danke. Ja, ich weiß nicht, ob ihr es gerade aus der Regie gehört habt, aber da kam jetzt die Frage, wie ist denn für euch das so mit der Beichte? Das ist ja für Katholiken ein sehr unterschiedliches Phänomen. Also meine Oma und ich handhaben das schon sehr unterschiedlich. Vom Setting bis zur Häufigkeit her. Obwohl wir beide das sehr gerne mögen. Also von daher. Ja, unsere Frage an die Zuschauer: Wie ist das bei euch mit der Beichte? Wie seht ihr das? Schreibt uns das gerne in die Kommentare. Und wir sehen uns bei der nächsten K-Kurve wieder. Und beim nächsten Begriff. Ja? Ja, auf jeden Fall. Muss ja. Muss ja. Hilft ja nicht. Danke fürs Zuschauen.